Wir müssen reden. Ja, Leute, es ist soweit. Und zwar, ja, Leute, ein kleines Update. Ich weiß auch nicht. Manchmal kommt er einfach über mich. Aber es gibt so viele Themen, die ich ansprechen möchte. Und zwar dies und das und dies und das und dies und das. Ging es euch so schnell? Dann jetzt ganz langsam hier. Wir gehen jetzt ganz mal Stück für Stück durch. Denn ja, Leute, es gibt wirklich sehr viele Sachen, die ich euch erzählen muss, die wichtig sind, die euch bestimmt auch interessieren. Von daher gehen wir das ganze Stück für Stück durch und fangen mit Punkt 1 an. Ja, Leute, jeder von euch kennt sicherlich unseren Podcast Timeout. Falls nicht, Link unten in der Videobeschreibung. Timeout ist eben der Podcast mit CK Phoenix zusammen und mit Julio zusammen und natürlich mit meiner Wenigkeit. Und das ist erstmal soweit so gut. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal dafür. Das Ganze gibt es auf Spotify, gibt es auf YouTube. Wie gesagt, das kennt ihr natürlich. Und jetzt gibt es etwas Besonderes. Und zwar, ich habe einen Discord-Server. Und ja, Leute, den promote ich kaum, weil dieser Discord-Server einfach dafür da ist, dass ich eben Events veranstalte. Also ich habe in der Vergangenheit Turniere veranstaltet, sei es eben auf verschiedenen Plattformen. Und jetzt eben natürlich mache ich das gerade aktuell nicht. Und der Server ist gerade ein bisschen brach. Und wie gesagt, ist es einfach ein Event-Server. Manche machen da ja Locals drauf oder ähnliches oder auch im täglichen oder jeden Abend irgendetwas. Ich, wie gesagt, nicht. Habe da leider keine Zeit zu. Aber jetzt gibt es etwas Neues, denn dieser Server wird dicht gemacht. Das klingt jetzt ein bisschen traurig, aber es ist nicht so traurig, wie es klingt, denn wir fusionieren. Und zwar der Server von CK Phoenix und der Server von Julio und wir werden zusammen fusioniert. Und unten in der Infobox ist jetzt der Link eben von genau diesem Server von uns drei. Denn erstens, Timeout machen wir zusammen. Zweitens, der Discord-Server von Julio und mir sind ziemlich brach. Von daher kann man das Ganze auch rüberholen. Dann hat man eine große Community. Man kann sich mehr austauschen, sich mehr helfen und denke mal, das ist ziemlich nice. Und Events kann man natürlich trotzdem noch auf diesem Server machen, auch durchaus. Vielleicht kommt da auch das eine oder andere Event in der Zukunft. Da will ich natürlich nicht zu viel versprechen. Aber Leute, kleine Fusion eben von den Discord-Servern. Jetzt ein Discord-Server, wollte ich einfach mal hier sagen. Ist eine kleine Information an sich, aber ich wollte es eben erwähnen. Dementsprechend auch mehrere Themen. Nächstes Thema. Ja, Leute, es ist, es ist kurz vor Worlds. Ja, Leute, Worlds stehen vor der Tür, die Weltmeisterschaft in Yu-Gi-Oh! Diesmal in der USA, in Seattle. Ja, und ich darf euch hier live verkünden, na gut, es ist aufgenommen, nicht live, aber ich darf euch hier endlich verkünden, ja, ich werde ebenfalls auf der Weltmeisterschaft sein. Bedeutet, ich bin wieder live vor Ort, genauso wie ich in Japan ja war und das Ganze mitgefilmt habe. Auch hier, ich werde vor Ort sein, ich werde die Eindrücke sammeln, ich werde natürlich selbstverständlich einen Vlog dazu machen, weil ja, was wär so eine Reise ohne einen Vlog. Ich war noch nie in der USA und das wird auf jeden Fall wieder ein Riesenerlebnis und natürlich auch dann für euch was ganz Besonderes, dass ihr eben ein Video bekommt, was ich normalerweise natürlich jetzt nicht mal ebenso hier aus dem Hut zaubern könnte. Von daher, große Sache, auch wenn es klein ist, und zwar eine Ankündigung eben, dass ich bei der Weltmeisterschaft bin. Wenn wir schon hier bei Content sind oder was passiert ist oder nicht, dann können wir nochmal drauf eingehen, was euch hier auf diesem Kanal erwartet. Denn das ist jetzt ja quasi noch so die Quickessenz, die da rauskommt, wenn wir eben hier ein paar Sachen ankündigen. Zum ersten einmal, ja Leute, ich habe in der Vergangenheit Lokana-Content gemacht und ja, es wird auch wieder Lokana-Content kommen. Und ja, mir ist aufgefallen, ich habe in den Videos immer erzählt, was krass ist, was passiert, hier Meta dies, Meta das, aber keiner hat verstanden, worum es geht, weil keiner weiß, wie das Spiel funktioniert. Also, ja Leute, natürlich, es muss ein Erklärungsvideo her, das muss natürlich definitiv kommen, aber allgemein muss natürlich noch mehr dazu kommen und wird auch noch mehr dazu kommen und vielleicht werde ich nochmal auf den einen oder anderen Event sein und da auch ebenfalls nochmal eben filmen und Eindrücke zeigen. Ist natürlich immer schön, auch so einen Vergleich zu haben zwischen Yugi und eben Lokana zum Beispiel, was sehr gut ist. Und dann, ihr merkt es natürlich, Challenges oder Projekte sind da. Wir haben ja zum Beispiel das Projekt gehabt mit CK Phoenix zusammen, mit den Anime-Duellen. Ja, und das ist jetzt ja leider vorbei, aber vielleicht kommt da ja noch was in Zukunft. Des Weiteren habe ich ja mit Julio zusammen den Kartensimulator gemacht, was ein sehr interessantes sehr interessantes Format war. Wo ist mein Gehirn gerade gewesen? Sehr interessantes Format war. Bisher gefiel ich das ganz gut. Wird sicherlich auch nochmal die eine oder andere Folge kommen. Aber das ist natürlich mit Aufnahme wie immer. Alle müssen Zeit haben, gar nicht so einfach das Ganze zu finden. Vor allen Dingen, wenn man dann noch Podcasts hat, dann die Aufnahme hat, zum Beispiel mit CK Phoenix, dann die Aufnahme mit Julio hat. Es ist sehr viel geplant und sehr viel, was man machen muss. Von daher muss man natürlich gucken, wann das alles passt. Aber ich denke mal, dass man das erstmal auf jeden Fall weitermachen wird. Und wenn es euch gefällt, allgemein Leute, wichtiger Punkt hier, es klingt immer so banal, aber wenn euch die Formate gefallen, dann gibt es irgendwie zurück. Natürlich angucken.
Das ist schon mal das Erste, was man gut machen kann. Natürlich dann bewerten und zusätzlich kann man natürlich auch kommentieren, wenn man das Ganze gut findet. Wie gesagt, das hilft dem einfach, den Algorithmus als solches, aber es hilft auch einfach einen selber, um zu sehen, wie gut das ankommt. Denn ganz ehrlich, wenn ich ein neues Format irgendwie raushaue oder eben eine Challenge oder ähnliches und am Ende gucken sich das keine Leute an, dann weiß ich, okay, das interessiert euch nicht, habe ich verstanden, mache ich eben was anderes. Das nur eben dazu, also da auch kommt noch was. Des Weiteren, ein großes Thema natürlich, ist noch Streaming. Ich streame sehr, sehr gerne, mir macht das sehr viel Spaß, aber mir fehlt die Zeit dazu. Und ich merke gerade auf Twitch zum Beispiel, dass natürlich das Ganze so ist, dass wenn man nicht regelmäßig aktiv streamt, dann weiß auch niemand, dass man da ist oder man guckt einen auch nicht aktiv. Ich verstehe es auch vollkommen, warum sollte man den, der random zweimal im Monat irgendwie streamt, dann einschalten zu denen, der halt eben regelmäßig Content bringt. Verstehe ich vollkommen. Ist natürlich jetzt so ein bisschen paradox so, weil ich würde gerne mehr streamen, tu es nicht, deswegen, ja, wenn die Streams halt nicht guckt, aber ich mache immer Multistream, bedeutet eben auf YouTube und eben auf Twitch parallel und da funktioniert es eigentlich mal ganz gut und ja, ich will mehr machen, ich will eigentlich jede Woche 1 bis 2 Streams machen, gerade ist es wieder sehr schleifend geworden, das heißt, bedeutet also, ich kam da nicht zu, ich habe jetzt eben Wer wird Millionär zusammen mit CK gemacht, was sehr nice war, da wird es auch noch in Zukunft Projekte geben, also allgemein, Streaming-Projekte werden eben kommen, weil ich da Bock drauf hatte, die machen Spaß und euch auch. Die Resonanz ist immens, also wirklich, ist crazy, was für Zahlen da kommen. Es ist nicht mal real irgendwie, es ist komplett unreal auf jeden Fall, was man da eben sieht. Ja, das auf jeden Fall dazu, also Streaming, ich will gerne streamen, hab da nicht so viel Zeit zu. Projekte kommen auf jeden Fall und ich habe ein anderes Projekt, was in Planung ist. Muss ich gucken, was technisch noch umsetzbar ist, dementsprechend wie immer. Waage ist besser als ankündigen, denn sonst kommt ihr. Du hast aber gesagt, du willst das Projekt auch machen und in Wirklichkeit will ich es auch machen, aber kann es dann technisch einfach nicht umsetzen. Von daher werde ich mal gucken. Aber da ihr merkt, es ist einiges geplant. Es ist einiges geplant. Wieder Projekte, Challenges, ähnliches, Gäste, auch verschiedene Gäste. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze eben aufnehmen werdet oder ähnliches. Und ja, dann blieb noch ein letztes Thema, halt Videos. Ich habe zwar gesagt, dass wir jetzt verschiedene Formate oder ähnliches haben. Ich probiere mich natürlich auch noch immer noch aus. Es ist ein bisschen verrückt auf jeden Fall, dass eben, wenn man bedenkt, dass ich sehr, sehr lange schon den YouTube-Kanal mache und immer noch an dem Punkt bin, wo ich rumexperimentiere, wo ich ausprobiere, man könnte meinen, hast du nicht alles schon gemacht? Hast du nicht schon alles ausprobiert? Kennt nicht schon jeder alles? Aber witzigerweise nein. Also es gibt noch so vieles, was man ausprobieren kann, noch so vieles, was man testen kann, so vieles, was halt möglich ist. Und da probiere ich mich einfach aus. Und ich habe ja schon mal in der Vergangenheit gesagt, dass ich eigentlich nur mal einen Monat durchpowern wollte und gucken wollte, wie das Ganze bei euch ankommt. Und jetzt merke ich, ich habe das, glaube ich, jetzt schon 4 oder 5, ich weiß gar nicht, guck mal, es ist, ich habe es nicht mal auf dem Schirm, es sind glaube ich 4 oder 5 Monate, die ich das Ganze schon durchziehe, im Sinne von, dass ich sehr aktiv bin, ich habe eben zwar nicht so viele Streams, aber dafür habe ich eben eigentlich immer 3 Videos die Woche, zusätzlich meistens 4 Shorts und das ist doch ordentlich Content, würde ich sagen und ich merke auch, dass euch das gefällt, dass ich aktiv bin, ihr seid aktiv, weil ich ja aktiv bin, das freut mich natürlich und man sieht einfach, dass das gut ankommt und das gibt einem natürlich viel zurück, aber natürlich, ja, das ist natürlich unter anderem auch ein bisschen stressig, aber das gehört halt dazu und falls die Frage kommt, nein, ich mache das Ganze noch nicht beruflich und ich sage noch, man weiß nie, was die Zukunft kommt, aber aktuell ist das nicht, sondern immer noch ein Hobby, aber ich will da einfach ein bisschen mehr Zeit reinstecken, ein bisschen mehr geben, denn ja, ein Video die Woche ist natürlich ganz nice, aber es geht dann immer ein bisschen unter mit den qualitativen Videos, also man kann ja immer ein gutes Video machen, definitiv, aber dann, wenn man sagt, okay, ich habe diese Woche kein krasses Video oder so, ich habe einfach nur so, wie jetzt, einfach so ein Smalltalk, so, ne, einfach mal ein bisschen talken und so, dann lädst du das hoch und dann hat derjenige halt eine Woche gewartet und denkt sich, na toll, dafür habe ich jetzt eine Woche gewartet, interessiert mich gar nicht, juckt mich nicht, will ich gar nicht sehen. Okay, verstehe ich, ne, dass man ein bisschen enttäuscht ist. Wenn aber jedoch 3 Videos die Woche kommen plus Shorts, dann kann man sagen, okay, das Video hat mir nicht gefallen, aber ich habe diese Woche ja noch mehr Videos, die mir wirklich gefallen. Von daher ist, denke ich mal, für jeden etwas dabei. Und falls ihr es seht, ich versuche auch immer ein bisschen das so aufzuteilen. Wir haben einmal irgendwas mit Master Duel, wir haben oft irgendwas mit TCG oder ähnliches und dann haben wir natürlich alles Mögliche und daran versuchen wir ein bisschen zu halten. Aber letztendlich ist auch egal. Es kommt, wie es kommt, sage ich ja immer. Es kommt dann, wann es kommt und ja, ich bin gespannt. Ich habe einiges an Pläne. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, sind die großen Pläne auf jeden Fall Worlds. Denn ja, Leute, wie gesagt, ich freue mich mega, dass ich da hin kann. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Reise. Denn ja, wenn dieses Video online kommt, ist das schon nächste Woche. Ich bin hyped. Ich habe Bock auf die Worlds. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ich hoffe,
Ihr freut euch genauso wie ich mich, beziehungsweise dann zumindest auf den Content. Und jetzt natürlich, wie immer, bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen, als ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.